Oh, einmal Wasser im Arsch, danke schön. Prost auf euch. Sehr schöne Geschichten auf jeden Fall. So, Moment. Alles klar. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Nein? Nein, waren wir nicht. Ist hier noch irgendwas? Ich sollte nachschauen, was Eddie mir unten dagelassen hat. Na, ich hoffe noch Waffeln, ne? Ganz auf jeden Fall. Ich vermisse die Piste. Eddie sieht hier so jung aus. Anscheinend war er da auch sehr jung. Grimm's Fairy Tales, okay, was ist das? Die Tage sind inzwischen so kurz. Der Winter wird lang. Das sind eigentlich nur Daten, ne? Genau. Das könnte Eddies Zimmer sein. Dann gehen wir mal runter und gucken, ob da noch Waffeln sind. Was zum... Oh! Oh Gott! Ich sollte vielleicht was essen. Ich fühle mich so schwach. Jetzt ist sie weg. Oh, warte, ist hier eine Figur drin? Das würde sich irgendwie anbieten, aber ist nicht, ne? Schade. Wir hatten doch eben... Das werden viele Monate in Schneestiefeln. Ist das die Küche? Nee. Eddie sah ziemlich besorgt aus, als ich gestern Abend heimkam. Ich hätte mit ihm darüber reden sollen, was passiert ist, aber was zur Hölle hätte ich denn sagen sollen? Naja, wir haben auch einiges über ihn rausgefunden. Er hat ja auch verhindert, dass sie zum Beispiel ihre Schauspielschule da oder ihr Workshop, ihren Schauspielworkshop da besucht. Ne? Also so ganz mit Ruhm bekleckert hat Eddie sich auch nicht. Er mag diese Art von Aufmerksamkeit nicht, aber er tut so viel für die Gemeinschaft. Der Chief Brown... Er mag diese Art von Aufmerksamkeit nicht. Ich bin mir nicht so sicher, weil im Polizeirevier waren noch einige Auszeichnungen ausgestellt und Tyler hat sowas ja auch mal erwähnt. Sehr geehrter Polizeichef Brown, vielen Dank, dass Sie unsere Kinder letztes Wochenende sicher nach Hause gebracht haben. Ohne Sie hätten sie sich vielleicht hinter Steuer gesetzt und wer weiß, was Ihnen oder jemand anderem hätte passieren können. Für Ihre Weisheit werden wir Ihnen auf ewig dankbar sein. Danke nochmal, dass Sie es nicht in die Akten aufgenommen haben. Es sind gute Kinder, die einen Fehler begangen haben und Gott weiß, wie sehr ein Strafregister die Zukunft eines Kindes beeinträchtigen kann. Wir sind davon überzeugt, dass sie noch lange an ihre Worte denken werden. Seien Sie doch jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um ihnen deutlich zu machen, was alles hätte passieren können, sodass sie dafür bei Gleichaltrigen in der Gemeinde Bewusstsein schaffen können. Gott segne Sie. Gail und Toby Locklear, Karen und Brody Moore. Okay, alles klar. Dark Knight, einen wunderschönen guten Abend. Wünsche dir. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Okay. Da ist die Küche, aber dann können wir uns ja, wenn Eddie jetzt auf der Arbeit ist... Komm schon, Papierkram. Was, Papierkram? Nein, wir wollen jetzt bei Eddie im Zimmer nachgucken. Okay, er scheint auf Musik zu stehen. Was haben wir denn da? Zum Glück wollte er mich nie überreden, meinen Nachnamen zu ändern. Im Kammergericht des Bundesstaats Alaska, am Familiengericht von Delos Crossing, im Schutzverfahren für Allison Ronan, minderjährig. Geburtsdatum 7.3.94, Fallnummer Anordnung zur Ernennung eines Vormunds einer Minderjährigen. Eine diesbezügliche Anhörung fand am 10.05.2005 vor dem Richtermaster Jay Hernandez statt. Es waren anwesend. Minderjährige war aus dem Protokoll nicht anwesend. Ah, okay. Anwalt war anwesend und Eddie war anwesend. Das Gericht stellt fest, Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit, der Fall fällt in die Zuständigkeit des Gerichts und der Gericht stand zu diesem Gerichts angemessen. Oh Gott, das ist so kompliziert. Zweitens, uramerikanisches Kind, Minderjähriger, ist kein uramerikanisches Kind im Sinne des, achso, der Stamm oder das Heimatdorf. Ah, ist klar. Mitteilung der Anhörung, Ankündigung, Elternrechte, ist der Minderjährige nicht verheiratet und das elterliche Sorgerecht ist durch folgende Umstände oder eine vorherige verstorben ist, alleiniges Elternteil, Vater unbekannt, weitere Familie entfremdet. Minderjähriger als 14 Jahre. Das ist aber, glaube ich, alles nicht so relativ, nicht so wichtig, ne? Ich glaube nicht.
Ich kann immer noch nicht glauben, dass Eddie mir nie erzählt hat, dass er für Fireweed gezahlt hat. Warum? Wegen Mary Ann? Ich weiß nicht. Würde man das machen? Hat er eventuell was geahnt? Und hat nichts gesagt, weil er... Oh, das ist böse, wenn ich das vermute, aber weil er lieber Allison bei sich gehabt hätte als Tyler? Könnte man vermuten, oder? Schöne Erinnerung. Selbst wenn Tyler nicht da war. Eddie muss ständig nach Juno und zurückgefahren sein, um diese Shows zu sehen, bevor er sich um mich kümmern musste. Ja, du hast ihm das Leben versaut. Nein. Okay, viele Klamotten hat er nicht. Aber viele Socken. Sind das Socken? Sind Socken, glaube ich. Was ist das? Ich glaube nicht, dass ich in Delos Crossing eine Claire kenne. Oh. Aber ich sollte hier nicht herumschnüffeln. Doch, sollten wir. Hat sie ihm die Nummer zugesteckt? Ruf mich an. Okay. Aber würde man so einen Zettel... was? Ach so. Ach, das ist natürlich gewitzt, ne? Das ist natürlich ganz gewitzt. Will sie, dass er die Claire anruft? Okay, interessant. Und er spielt Saxophon. Nice. Hab ihn lange nicht spielen gehört. Es liegt nur da und staubt ein. Ja, dann könnt ihr es auch wenigstens einpacken, ne? Denke ich mir mal. Was ist das? Eine Geheimnishüterin in ihrem Geheimversteck. Buch der Kobolde. Wir haben gerade was im Buch der Kobolde. Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen, es herauszufinden. Aha! Lesezeit, Lesezeit. So, welche Geschichte könnte das denn sein? Irgendwas mit Wolken? Oder wir lesen einfach weiter. Ich meine, so viel ist das nicht mehr. Die Geschichte haben wir nämlich schon gelesen. The Big Frog is punished. Erfahren wir jetzt, wer der Big Frog ist? The Goblins save the old beaver. The Goblins irritate the Ice King. Oh oh. The Goblins meet the Ice Troll. The Goblins trick the Muskrat. The Moose teaches the Goblins. Eddie ist, glaube ich, der. Ist Eddie der? Eddie war der Elch, ne? Dann könnte das die Geschichte eventuell sein. Der Elch lehrt die Kobolde. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde, die Hunger hatten. Das war nicht ungewöhnlich, denn die Kobolde hatten immer Hunger. Aber an jenem Tag hatten sie besonders großen Hunger. Sie suchten in den Vorratsschränken der klugen Prinzessin nach Essen, aber sie hatte nur ein paar Nüsse und Beeren und etwas getrockneten Fisch. Die Kobolde nahmen alles und schlangen es schnell hinunter. Aber danach hatten sie immer noch Hunger. Auf der Suche nach noch mehr Essbarem gingen sie in den Wald hinaus. Zuerst kamen sie zu dem kleinen Teich. Die große Froschdame schlief gerade und neben dem Teich lag ein Haufen Insekten, die sie gefangen hatten und später fressen wollte. Die Kobolde schlichen sich vorsichtig heran, um die große Froschdame nicht zu wecken. Als sie näher kamen, quakte sie laut auf und sie erstarrten. Aber sie schlief weiter. Die Kobolde nahmen die Insekten und schlangen sie schnell hinunter, aber danach hatten sie immer noch Hunger. Als sie wieder in den Wald schlichen, merkten sie, dass der stattliche Elch sie beobachtete. »Habt ihr der großen Froschdame etwa ihr Essen geklaut?« Die Kobolde versuchten unschuldig dreinzuschauen, aber es gelang ihnen nicht. »Sie hat gesagt, dass wir es nehmen können«, riefen sie. »Ach, wirklich?« fragte der Elch. »Fragen wir sie doch.« Also weckte der Elch die große Froschdame und fragte, »Hast du den Kobolden erlaubt, deine Vorräte zu essen?« Die große Froschdame schaute die Kobolde an, die, wie sie wusste, immer Hunger hatten und nickte. »Ja, das habe ich.« »Wirklich?« fragte der Elch überrascht. »Na gut«, sagte er, und so musste er die Kobolde gehen lassen. Als nächstes kamen sie zum Fluss. Dort sahen sie, wie der alte Bär mit seinen großen Pfoten einen Lachs fing, der gerade den Fluss hinaufsprang. Er legte ihn zum Trocknen auf einen Stein und ging in den Wald, um Beeren zu suchen. Die listigen Kobolde schlichen sich an den Stein heran, immer auf der Hut, falls der alte Bär zurückkehren würde. Am Stein angekommen, nahmen sie den Lachs und schlangen ihn schnell herunter.
aber sie hatten immer noch Hunger. Als sie in den Wald zurückschlichen, wartete der stattliche Elch bereits auf sie. »Wollt ihr mir etwa erzählen, dass der alte Bär gesagt hat, dass ihr ihn nehmen könnt?« »Ja«, antworteten die Kobolde. In diesem Moment kam der alte Bär auf sie zu und der Elch fragte ihn, »Hast du den Fisch für die Kobolde liegen gelassen?« Der alte Bär schaute die Kobolde an, die, wie er wusste, immer Hunger hatten, und nickte. »Ja, habe ich«, sagte er. »Wirklich?«, fragte der Elch. »Wirklich«, sagte der alte Bär. Als der Elch fort war, sagte der alte Bär zu den Kobolden, »Sagt der Prinzessin, dass ich nett zu euch war und klaut nie wieder meinen Fisch.« Die Kobolde, die immer noch Hunger hatten, suchten nach der nächsten Mahlzeit. Sie schlichen zum Bau des räudigen Bisams und wollten gerade hineinklettern, als jemand sie rückwärts wieder herauszog. Der stattliche Elch hielt sie am Hosenboden fest, sodass sie in der Luft baumelten und sagte, »Der räudige Bisam würde euch bestimmt nie erlauben, seine Vorräte zu essen. In seinen Augen seid ihr schließlich schuld daran, dass sein Pelz verschandelt ist. Außerdem hat er kaum genug für sich selbst und teilt nicht gern.« Die Kobolde fingen an zu protestieren, aber der Elch schüttelte den Kopf. Er setzte die Kobolde ab und sagte, »Kommt mit.« Die Kobolde folgten dem stattlichen Elch zu einer Stelle am Fluss, an der das Wasser so langsam floss, dass sie sicher darin stehen konnten. Der stattliche Elch gab ihnen je eine Angelschnur und sagte, »Ich werde euch das Fischen beibringen, damit ihr die Tiere im Wald nicht mehr bestehlen müsst, wenn ihr Hunger habt. Fischen ist harte Arbeit, aber es ist auch ehrliche Arbeit.« Die listigen Kobolde hatten nichts gegen harte Arbeit. Sie hatten einfach nur Hunger, also hörten sie dem Elch zu und zogen bald zappelnde Fische aus dem Fluss. Sie aßen sie auf und waren endlich satt. Und das war die Geschichte, wie der stattliche Elch den listigen Kobolden das Fischen beibrachte und nicht die, die mir hilft, das aufzumachen. Okay. Warte mal, Buch der Kobolde. Ach so, Mensch, das ist das Schlüsselsymbol wieder. Das ist das, was wir schon mal hatten. Was ist das mit den Wolken? Wolken. Die letzte Lösung war ja in den Bildern selber. Aber da ist nichts mit den Wolken. Okay. Ging das irgendwie um Wolken? Doch, sie hat das in die Wolken gelegt. Die Hüterin, die Geheimnishüterin. Ne? Sie hat die Geheimnisse in die Wolken gelegt. Das schlimme Geheimnis vergessen, genau. Und die Hüterin ging auf die Spitze eines nahegelegenen Bergkamms, die sie hoch oben in einer Wolke verstaute. Als sie weg war, kletterten die Kobolde auf eine und griffen in die Wolke. Tränen strömten in die Wange runter. Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen, es herauszufinden. Da muss irgendwas rein, würde ich sagen. Das Buch der Kobolde. Ist hier irgendwas? Oh, nee, dann klickt das automatisch weiter. Okay, das Buch selber kann ich nur zum Weiterblättern anklicken. Muss ich alles durchblättern? Da steht aber nichts, weil im Grunde genommen. Puzzlekatze, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ihr habt meine Geheimnisse gestohlen. Ihr könnt die silberne Haarbürste wieder haben. Die silberne Haarbürste. Die silberne Haarbürste? Warte mal. Eben kurz, kann ich das wegpacken? Kann ich. Finde ich noch irgendwas in der Richtung? Da liegt noch ein Zettel. Aber da hier wird ja keine silberne Haarbürste rumliegen. Das ist privat. Und? Entschuldigung.
Mein geliebter Sohn, ich weiß, dass es mir diesmal nicht mehr besser gehen wird, als also wollte ich dir ein paar Dinge mitteilen. Es tut mir leid, dass ich dich schon so bald verlassen werde. Ich habe dich erst spät bekommen, dachte aber trotzdem, uns bliebe mehr Zeit. Es macht mich glücklich zu wissen, dass du den Clan hast, wenn ich fort bin, und auch deine Tante, die sich um dich kümmern wird. Du scheinst schon immer gewusst zu haben, wann es Zeit ist, zu gehen. Seitdem du ein Baby warst, wusstest du genau, welcher Schuh an welchen Fuß gehört, und immer, wenn ich mich gerade aufmachen wollte, hast du mir mein Paar gebracht. Ich habe nie durchschaut, woher du wusstest, dass ich im Aufbruch begriffen war, aber immer warst du da mit meinen Schuhen, jedes einzelne Mal. Du hast nie geweint oder einen Aufstand gemacht, sondern mir einfach auf den Weg geholfen. Ich hoffe, dieser Abschied wird genauso einfach, und obwohl du mir meine Schuhe nicht holen musst, weiß ich, dass du mir auf meinen Weg helfen wirst. Deine Stärke war stets, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, und zu tun, was getan werden muss. Ich bin so stolz auf deinen Beitritt zur Polizei. Die Leute werden dich jetzt als Anführer wahrnehmen, und ich weiß, dass du sie nicht enttäuschen wirst. Bitte erinnere die Menschen an unsere Art zu leben. Es waren unsere kulturellen Werte, die unser Volk von Anbeginn der Zeit haben gedeihen lassen. Sorge dafür, dass sie das nicht verlieren. Vergiss außerdem nie, einem jeden Beistand zu leisten, nicht nur denen, die dazugehören. Es ist unsere Art, einander zu stärken. Jeder hat der Gemeinschaft etwas zu bieten. Sie selbst sehen es vielleicht nicht, also musst du es ihnen zeigen. Hilf ihnen auf ihrem Weg, so wie du es immer getan hast. Vergiss nicht, wenn du andere aufbaust, macht es auch dich stärker. Ich maß mir nicht an, diese Sprache lesen zu können. Mom, okay. Das, ja. Zu der hatte Mary Ann ja auch so eine besondere Verbindung. Die Frage ist, wo kriegen wir das denn? Was könnte das denn öffnen? Und warum hat er... Ich muss mich um die Wohnungsbewerbung kümmern. Ja, ja, ja. Diese... Das kann ja eigentlich nur von Mary Ann sein. Wie kriege ich das denn auf? Oder muss ich dafür irgendwas finden? Da sind noch mehr Socken. Wie viele Socken hat der Mann denn? Eine Geheimnishüterin in ihrem Geheimversteck. Ja... In ihrem Geheimversteck, eine Geheimnishüterin, da muss irgendwas reingesteckt werden. Man muss anscheinend eine Münze einwerfen. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Eine Münze. Okay, die haben wir noch nicht. Eine Münze. Eine Münze. Dann gehen wir aber erstmal in die Küche. Wow. Irgendwas stimmt hier nicht. Was soll das? Okay, die verschwindet immer, wenn ich sie ansehen will. Dann verschwindet die immer wieder, die Erinnerung. Das habe ich immer geliebt. Eine Münze. Ein Master Chief. Kann ich die nehmen? Kann ich nicht nehmen. Auch schade. Das ist ja süß. Eine Münze. Ich muss den Papierkram zusammensuchen. Vielleicht hilft mir das ja, meinen Kopf frei zu bekommen. Wir brauchen die Münze. Wir brauchen verdammt nochmal die Münze. Aber wenn das so viel bedeutet, dann hat er die wahrscheinlich eher bei sich oder sowas, ne? Ich wünschte, Eddies Mutter hätte mir das beibringen können. Ihr das... Ach so, so sowas zu machen, okay. Hm. Das ist für uns, genau. Der Lunch mit die. Potluck. Bring Giant Warmth, okay. Was haben wir da? Sehr abgenutzt. Kann ich das lesen? Michael's Special Creamy Crab Cod Pot. Das Geheimnis. Ja. Michaels cremiger Spezialkrabbeneintopf. Geriebene Zwiebeln und Knoblauch in geschmolzener Butter bei niedriger bis mittlerer Hitze anschwitzen. Sellerie und Karotten hinzufügen und warten, bis sie weich werden. Kartoffeln und Gemüsebrühe hinzugeben und mit Gewürzen abschmecken. Selleriesalz, schwarzer Pfeffer, Paprikapulver, zerkleinerter Cayennepfefferflocken abdecken und köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Cremigen Mais, Krabbenfleisch und frische Petersilie hinzugeben, erhitzen und köcheln lassen.
In einer Schale heiß servieren und mit Zitronenscheibe dekorieren. Lass es dir schmecken. Gut, aber das wusste Allison ja schon, ne? Was die Geheimzutat ist. Obwohl, die stand da gar nicht drin. Die Geheimzutat war nämlich, soweit ich weiß, Birkensirup. Hier ist der Ordner. Ich brauche nur meinen Ausweis und die Gehaltsabrechnung. Okay. Oh. Wir haben eine Familie. Allison, wie konntest du mir das antun? Was? Was? Scheiße. Ich muss an was anderes denken. Konzentrier dich. Ausweis und Gehaltsabrechnungen. Ich kann jetzt echt nichts essen. Was? Allison, warum nicht? Waffeln. Ich kann jetzt echt nichts essen. Kalte Pizza? Nee, lieber die Waffeln. Was ist das? Eddie meint, für jeden Schmerz gibt's eine Pflanze. Außer Herzschmerz. Ingwer, wilde Rose, Pfefferminz und Kamille, okay. Herzschmerz, naja. Ich will echt nicht zurück auf die Wache. Vor allem nach gestern. Muss sich gut anfühlen, irgendwo dazuzugehören. Wozu auch immer. Oh, Allison ist richtig verloren, ne? Aber die konnte das ja auch nie richtig verarbeiten. Das ist eigentlich nur eine Karte, aber es kann auch sein, dass es ihre Ausweissachen sind. Ich werde jetzt mal weitersuchen. Mann, die Welt kommt mir gerade so verdammt klein vor. Ich muss irgendwie diese Gedanken loswerden. Ach, die Nidel, ne? Von Seattle. Eddie hat Mischka so sehr geliebt. Mischka. Wo könnten wir denn die Münze finden? Ich hatte schon lange keine Zeit mehr zu zeichnen. Okay. Schöne Idee. Aber wo kriegen wir diese Münze? Oh, ist die echt? Ich habe jetzt keine Lust, irgendwas zu hören. Ich wünschte, ich könnte all das mit ein paar Korbwürfen vergessen. Rutschen die gerade die Treppe runter? Ich frage mich, was Michael davon hält. Im Zweifel. Ob er das versteht? Einfach fragen. Nicht so lange drüber nachdenken, sondern im Zweifelsfall einfach fragen. Ich wünschte, man könnte Gefühle einfach wie Schallplatten wechseln. Ja. Okay, wir können tatsächlich nur noch dahin. Das mit der Münze, verdammt. Ärgert mich so ein bisschen. Eine Münze. Also, man kann eine XP... Nee, bevor ich mir das andere ansehe, machen wir das mit der Münze. Nachher kann ich da nämlich nicht ran. Eine x-beliebige Münze. Ich dachte, eine spezielle Münze bräuchten wir dafür. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir es öffnen können. So. Eine Geheimnishüterin in ihrem Geheimversteck. Ja. Münze. Ist ja krass. Es hat geklappt. Es ist eine Figur drin. Die Geheimnishüterin haben wir gefunden. Okay. Alles klar. Für die Figur. Na gut, okay. Dann haben wir aber auch... hätte man es auch... Naja, verpassen will ich es natürlich nicht. Das ist klar, aber... So, dann gucken wir uns eben nochmal den Rest an. Den Schlüssel und die Karte. So. Was, wenn ich meine Sachen packe und gehe und nie wieder zurückschaue? Ob ich wohl je wieder etwas von Tina höre? Das weiß ich nicht, die soll sich nicht so haben. Ah, hier ist mein Ausweis. Gut, nehmen wir den Ausweis. Wow. Ach Mann, warum müssen die immer so plötzlich auftauchen? Das hier war nie mehr als eine Junggesellenbude, hm?
Ich hatte so viele Pläne. Alles für dich geopfert. Das ist dein Dank? Jetzt Gesicht zu lügen? Du bist nicht mein Kind. Das verklärt sie. Dein Plan verdient was Besseres. Das verklärt sie gerade. Das verklärst du eindeutig, Allison. Hör auf, Allison. Ich wollte gerade sagen. Hör auf, dich selbst fertig zu machen. Schnapp dir einfach deine Gehaltsabrechnung, damit du hier endlich rauskommst. Gottes Willen, ey. Okay. Den Rest hatten wir schon. Warte. Wir können uns irgendwas... Allison, bitte. Verdammte Schande. Komm schon, Allison. Lass es. Okay. Du hast es geschworen, Allison. Da ist so eine Figur. Es ist nichts. Da ist nichts. Sie macht sich gerade mit allem fertig, ne? Dass sie nicht den Kontakt rechtzeitig mit Tyler gesucht hat. Ich mag die Geschichte immer noch nicht ganz glauben. Da fehlt ein ganz wichtiges Puzzleteil, fehlt da aus meiner Sicht garantiert. Warte mal, da muss es hin, ne? Oder? So, was? Infosheet. Nachweis, Arbeitsverhältnis. Hinsichtlich ihres laufenden Mietantrags kann ich bestätigen, dass Miss Allison Ronan seit Juni 2013 im Gemischtwarenladen Benny Vidi Vicky angestellt ist und derzeit als Buchhaltungsassistentin arbeitet. Diese Position umfasst die Eingabe von Daten, die Verarbeitung und Aufzeichnung von Transaktionen, die Buchhaltung sowie die Erstellung von Budgets und Berichten. Miss Ronan arbeitet Vollzeit in dieser Rolle und verdient ein Jahresgehalt von 24.000 US-Dollar plus Bonuszahlungen. Es liegen keine Disziplinarmaßnahmen vor. Weitere Informationen kontaktieren Sie und so weiter und so fort. Tessa. Muss ich da jetzt noch irgendwas mitmachen? Warte mal, habe ich irgendwas übersehen? Muss ich noch irgendwas mitmachen? Oder müssen wir jetzt, was müssen wir eigentlich jetzt machen? Das war's. Ne? Ich hatte wirklich Glück mit dem Job. Tessa und Tom haben an mich geglaubt. Ja, das war's tatsächlich, okay. Und sie will immer noch nichts essen, richtig? Ich kann jetzt echt nichts essen. So leckere Waffeln. Ich kann nicht ohne meine ganzen Bewerbungssachen gehen. Was? Oh, warte. Was fehlt? Da unten sind die Papiere nicht. Die Papiere, was fehlt denn? Wow. Marianne, was ist in letzter Zeit los mit dir? Wenn ich helfen kann. Okay, konzentrier dich. Irgendwas fehlt noch. Wenn wir hier eine Erinnerung haben, haben wir dann oben in unserem Zimmer auch eine Erinnerung? Das sind ja keine Allison, Hilfe! Allison, bitte. Der wilde Jäger. Ich habe ihm gesagt, ich will die Erinnerungen nicht mehr sehen. Aber er wollte nicht hören. Aber du musst dich dem doch auch teilweise stellen, Allison. Du musst das doch verarbeiten. Mom! Was stimmt nicht mit mir? Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Das hast du gesagt.
Aber du meinst nicht, was du sagst, oder? Das sind nur Worte. Du hast mich verlassen, Allison. Alleine und voller Angst. Was zum Teufel stimmt nicht mit mir? Hier ist noch was. Oi, oi, oi. Mann, wo ist es? Da haben wir noch gar nicht geguckt. Da war ja auch der Schlüssel. Nicht hier. Achso, nicht hier. Okay. Da ist noch was. Lohnauszug. Ach so, das ist ja das, was, das ist doch was wir suchen, oder nicht? Nehmen. Hier sind sie. Also. Ein einziges Blatt, ein einziger Lohnauszug. Okay, ich glaube, ich habe alles, was ich für die Bewerbung brauche. Das war nur wieder der Brief. Na gut, dann gehen wir jetzt mal eben. Wo kommt das her? Wo habe ich mein Handy gelassen? Nein, das Handy kann nicht hier oben sein. Das Klingeln wird leiser. Keller? Keller.